Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, zu Let's Play Minecraft Part 7. Wir sind da, wo wir aufgehört haben, und zwar hier an Kohle. Und für alle, keine Sorge, ich werde jetzt nicht mit dem Gronk-Kohle-Song anfangen. Ganz ehrlich, auf dieses Niveau gebe ich mich nicht herab. Dieser Typ ist, ich glaube, irgendwie 40 Jahre alt oder so. Ja. Der sollte mal überlegen, ob das... Ne, ganz ehrlich, da kann ich jetzt gerade nicht drüber nachdenken. Auf dieses sinnfreie Niveau kann ich mich zurzeit leider nicht hinunterbegeben. Zack, zack, zack. Nettetet. Boah, ja, komm, ist klar. Ja, ich bin kohlesüchtig, wenn sich da jemand fragt. Und Eisen sowieso. Eisensüchtig, ja. Das wisst ihr noch aus dem anderen Part. Ich bin eisensüchtig. Wenn ich Eisen sehe, ist mein Eisen. Mein Eisen. Niemand. Niemand kriegt mein Eisen. Meins, meins. So, die Bau. Und dann machen wir den ganzen Quatsch auch wieder zu. Denn ich mag solche Löcher nicht. Oh, da haben wir auch noch Kohle. Wie gut, dass ich die gesehen habe. Boah, ja komm, ist natürlich klar. Einfach nur, um mich zu mobben, ist hier oben noch weiter Kohle. Einfach nur, um mich zu mobben, Leute. Boah, definitiv keine Kohle mehr. Geht doch. Zack, zack. So, jetzt aber weiter. Ja, das wollte ich noch so weit zumachen. Und wir graben uns weiter durch den unendlich scheinenden Berg, Wald, Bau, Höhle, Gang, wie man es nennen will. Und noch mehr Kohle. Wir scheinen heute irgendwie Pech zu haben. Irgendwo ist es bestimmt auch Pech. Glaub mir. Gib mir ein bisschen Zeit, ich finde einen Grund, warum das Pech ist. La. Oh, da haben wir auch noch Kohle. Ich könnte kotzen. Und ich höre ein Hühnchen, süß. Dann. So, haben wir hier alles soweit? Ja, Leute, haben wir alles. Und hoffentlich muss ich mir jetzt nicht gleich wieder von irgendjemand anhören. Warum zum Teufel machst du die mit Erde zu? Weil das ein verdammtes Billigmaterial ist, was auf der verdammten, gesamten, bescheuerten Map existiert. Und ich da nun mal nicht drum betteln muss und ich deshalb damit den Quatsch zumachen kann. Noch Fragen? Gut. Ach ja, übrigens nebenbei, ich habe hier ein bisschen die Helligkeit hochgedreht, damit ich und ihr ein bisschen was besser sehen könnt. Dann brauchen wir auch nicht mehr so viele Fackeln zum Glück. Haben wir da ein bisschen Fackeleinsparung. Wobei ich das so ganz hell auch irgendwie niedlich finde. Und wir natürlich jetzt Kies. Ja, supi. Wir haben natürlich kein Holz mehr da. Fällt mir natürlich auch super früh auf. Wir haben jetzt zwar noch eine Axt und so, ja, alles so ganz schön, aber
Natürlich haben wir kein Holz mehr. Natürlich. Muss also sein. Ja, fein. Hier ging es raus. Und wen wird's wundern? Natürlich sind hier direkt Bäume. Und die wir natürlich auch dementsprechend sofort abholzen. Moment, und da in der Richtung müsste theoretisch, so wie praktisch, falsche Richtung. In dieser Richtung müsste irgendwo rechts unser Crafting Table sein. Mithilfe dessen wir uns an unsere neuen Betten, das sind natürlich, das waren Wooden Planks. Ah, egal, müssten sowieso hier rein, also. Sorry, aber ich komme mit dem Texture Pack noch nicht so ganz klar. Pflastersteine. Da hat man es ja gerade schon wieder gesehen. Ich wollte jetzt gerade Pflastersteine auf Wooden Planks legen. Ich kann die Scheißdinger einfach noch nicht auseinanderhalten. Naja, okay. Ist ja nicht weiter schlimm. Und dementsprechend können wir uns hier wieder weiter bullen. Und hoffen, bei unserem Bau noch ein bisschen weiter auf Mineralien zu stoßen. Ich meinte Mineralien, keine Höhlen. Aber okay, daraus lässt sich bestimmt auch noch was machen. Okay, das war jetzt besonders Sinn. Hui. Die wollte ich da nicht unter Wasser setzen. Da eine. Und noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Ey, das ist eine. Wir haben gerade mein Lieblings-Eisenparadies gefunden. So, leuchten mir den ganzen Quatsch hier gut aus. Und hol mir mein Eisen. Und noch mehr Eisen. Eisen, 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 Eisen und noch mehr Kohle. So, machen wir jetzt den so und den und den und da. Hoppla. So geht das mit dem Abbauen irgendwie leichter. Und genug Dreck zum Hochbauen haben wir auch wieder. Also sowieso, meine ich. Von daher. Die ganze schöne Kohle hier. Oh, uncool. Sehe ich in eurem Kohle? Nee, nicht eigentlich nicht. Ich hatte hier irgendwo noch Eisen gesehen, glaube ich. Oder war es alles, was wir gesehen hatten? Ja, genau da, das war's. Ist zwar nur ein Block, aber das könnte unser Leben retten. Oder der könnte unser Leben retten, so. Das komische Gefühl, dass wenn ich jetzt hochgrabe, Nacht ist, wenn wir oben sind.
würde da sogar fast meinen Kopf drauf verwetten, dass jetzt Nacht ist. Ja, super. Also wir finden auch echt überall Kohle. So, wir bauen jetzt noch kurz hier die Cola. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns noch hoch und dann war es das auch wieder für den siebten Part. Warum zum Teufel war mir das nur so klar, dass es Nacht ist, wenn wir hochkommen? Oh, wie süß. Haben wir Knochen dabei? Komm, wir haben Knochen dabei. Bitte, bitte, bitte. Scheiße, wir haben keine Knochen dabei. Dann verreck, du elender Hund. Stirb. Stirb. Ja, komm, kämpf doch. Oh, kämpf wie ein Mann, du Mistviech. Naja, gut. Das hat mir gerade Angst gemacht. Oh, wie süß. Da will sein Freund kommen und rächen. Schade, tot. Mistviech. So, machen wir den da, haben wir dazu, dann gehen wir schnell noch runter und dann möchte ich euch im Grunde auch schon wieder Tschüss sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, in Part 8. Dann werden wir hier die Höhle in Angriff nehmen, die ein bisschen, ich sag mal, verschönern, ausbauen, bewohnbar machen und als Teilquartier nutzen. Das wird auf jeden Fall der Inhalt der nächsten Parts sein, dass wir diese Höhle als Teilquartier benutzen werden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, was ihr auch gerade eben habt. Und hoffe, wir sehen uns in Part 8 wieder. Mit freundlichen Grüßen, euer Play Minecraft Go und tschüss!